Guck, da ist er doch. Kelvin. 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 Hol deine und befüll den Behälter. Dann lebt er wieder. Er war nie tot. Ja, so geht's doch. Ein bisschen umständlich, aber es funktioniert. So, bei dem wird es ein bisschen schwierig. Der ist schon wieder sehr eng angesetzt. Nee, der wird nix. Da mache ich ihn halt so schräg. Was soll's? Ich merke schon, Tulki. Ich lese ja mit. Er macht gerade. Ja, den Dick, ich weiß. Ganz enger Basis hier. Ja. Also ich will jetzt nicht komplett um diese die ganze Mauer diese Stacheln machen. Ich weiß auch gar nicht, wie viel ich schon gemacht habe. Ja, danke Tür. Danke. Zu. Meint ihr, es ist ja viel Arbeit, wenn ich die ganzen 817 Subs würdige, indem ich 817 Stöcker hier hinbaue? Also ein paar habe ich schon. Muss ja nur zählen. Ich muss meine Mauer eh sicherer machen. Ich weiß aber nicht. Es wird, also würde ich das komplett machen, wenn es aber mehr, ne? Nee, kein Bock.
8 oder 17 Push-Ups. Ich schaff. Nee, ich schaff nicht mal 2. Wenn du die Einzel benennst, ich kann ja nichts viel benennen. Geht ja nicht. Das wäre aber auch krass. So, jetzt mache ich aber hier noch Pika hin. Die Stelle hier gefällt mir nicht. Ich weiß zwar nicht, wie ich die jetzt umknicken soll, aber... So geht's. So geht's nicht. Wahrscheinlich sind da Kannibalen. Ja, vielleicht, vielleicht auch nicht. Das weiß man jetzt nicht so genau. Kevin, ich höre dich nicht schuften. Warte mal. Du bist doch jetzt so schön hier, ne? Hol Steine und lass sie hier fallen. Ja gut. Du brauchst nicht den Kopf schütteln, ich hab's gesehen. Nee, da wird doch nichts mehr, Taxa, das stimmt. Jetzt ist es so dunkel hier, jetzt weiß ich nicht, wo ich die Stacheln hingebaut habe. Das ist nicht gut. Ich habe keine Alexa. Muss sie trotzdem ausschalten. Ja klar, ich schalte sie dann aus, auch wenn ich sie nicht habe, aber ja, aus reiner Willkür. Alexa, erzähle einen Witz.
Für Witze finde ich die eigentlich sehr lustig. Kommen nämlich auch mit richtig schlechten an. Ja, aber Chloe hat mir mal fast so eine bestellt. Uff. Rippchen. Acht auf die Karotten. Welche Karotten? Also Calvin könnte als Osterhase. Er sammelt gerade die Ostereier. Ich kann mich gar nicht erinnern. So. Euro? Was? Ernsthaft? Puh. Ja gut, der hat nicht wirklich Sinn. Aber egal. Was steht? Das steht. Ich muss auch. Ben! Why? Klack, klack, klack. Richtig sentig. Jetzt hat er es gegoogelt und jetzt kriegt er ganz viele Vorschläge. Sie haben nach Fatima Fong gesucht. Wir empfehlen auch dies. Scheiße. Oh, Calvin, danke für die ganzen Steine. Ja, es war ja klar. Calvin, du brauchst. Jetzt hebt er die Steine wieder auf. Hol Stöcke und mach mal den Behälter voll. Das kriegst du hin, oder?
Gut. Bezweifle es zwar, aber versuch mal an dich zu glauben. Ich müsste mal gleich eine kleine Pause machen. Dankeschön. Bis die Tage, Dintik. Essen habe ich jetzt nicht wirklich mehr. Der denn hier? Ja, jetzt halt gut erholen. Ich streame eh, also ja, nee. Ich werde jetzt aber nicht überall Steine hin. Weil das eigentlich ziemlich cool aussieht. Aber das würde ich gerne noch zumachen. Die Ecke hier. What, hä? Oh, wow. Wo kommt denn der Scheiß-Speaker her? Ja, du bist so ein... Also doch überall Steine hin. Weiß ich nicht. Muss man mal am Ende sehen. Muss ja gleich noch weiter Baumstämme sammeln. So.
So, dann ist das schon mal weitestgehend hier zu. Ja. Da vorne muss ich auch noch, weil die sehr oft da sind. So. Ja, die kommen halt dahin, wo ich halt rum Eier da baue. Ach, guck mal, Kevin, du machst das wunderbar. Wollte ja gar nicht reinmachen. Oder? Ach komm, ich helfe. Dann können wir ihn loben. Kevin, aber du darfst jetzt nicht mehr raus. Du darfst jetzt nicht mehr raus. Nein! Das ist jetzt Auszeit für dich. Habt ihr gesehen, wie trotzig er ist? Was mache ich jetzt hier? Erinnere mich nicht an die Uhrzeit. Okay. Ich habe Besuch, Hallöchen. Werde ich dann mal morgen anspielen. Mach das. Jetzt sehr gefallen. Wird das auch weiterspielen. Mal. Diese Hans Wurst hier gerade. Können wir da eigentlich bald mal einziehen? Ja, bald. Jetzt ist es runtergefallen, das war so klar. Ich hasse alles gerade. Mach mir es jetzt so.
Ja, gut, wenn man denn mehrere Spiele anfängt, wird es schwierig, ne? Gibt aber auch so viele Games. Schildkröten. Ja, dann müsste ich aber in die andere Richtung. Also ich würde den anderen Strand lieber absuchen, weil ich jetzt zweimal umsonst da war. Können wir machen, ja. Aha! So. Und wie sieht's bis jetzt aus? Das wird oben hin wieder ein bisschen schwierig mit Bauen. Aber bis jetzt, oder? Speicher mal, weil... Sollte aber Essen mitnehmen. Dann schauen wir mal. Okay. Die würde ich nicht mal essen. Ach. Wir essen die pilzverseuchten Hände und Beine, also was soll schon passieren bei dem Vogel? Wir haben ja genug Antibiotika. Ja, selbst wenn ich die alle weglege, habe ich noch genug. Und ich habe schon eine extrem krasse Ladung. Ich muss das auch noch sortieren. Ich würde gerne dann einen größeren Raum als Lagerraum machen. Das dann so sortieren am besten. So vier Regale komplett nur mit Medizin. Ja, oder besser gesagt ein Raum voll mit Medizin und dann der Rest mal gucken. Kriegen wir in ein Regal unter. Vielleicht sind es auch The Trice-Tabletten. Wer weiß. Ich horte die für ihn. Die Antibiotikum. Kann gut sein, ja, locker.
Hier wäre ein Haus eigentlich auch voll geil. Oder da oben. Oh, da oben wäre auch geil. Nächste 100 Stunden coming. Ich baue eine Brücke bis hier rüber und da ist dann mein zweites Anwesen. Also ich sehe bis jetzt keine Schildkröten. Angst vor dir. Ja, die wissen ganz genau, wofür ich sie benutzen möchte. Also die Rückenplatte. Da ist eine! Ja! Survival! Eine, es sind noch mehrere. Warst du schon mal an mir? Ostsee. Nee, so richtig. Richtig, richtig irgendwo. Nee, leider nicht. Ich würde aber gerne mal so türkis oder so richtig geiles blaues Meer sehen. Das ist ja schön. Was ist eigentlich im Game? Da musst du das auch sagen! Ich dachte, die Frage war jetzt so auf Real Life bezogen. Ich gehe jetzt nicht weiter, reicht auch. Ja, im Game war ich schon im Meer drin, ja. Da haben wir uns ja bei dem was war denn das? Rettungsboot? Naja, eigentlich ist es kein Boot. Aber da war ein Heide, ne? Der hat uns dann umrundet und alles. Gute Nacht, Andra Stefan. Ach, das ist Chloe. Kann ich aber auch anzünden, wenn du magst. Dann frierst du auch nicht mehr. Nein, Quali!
Oder sind das Tintenfische? Ich habe keine Ahnung. Da ist eine Hand. Wow, Chloe. Bei Anzünden bin ich dabei. Also Feuer natürlich. Aber wir werfen Chloe trotzdem rein. Reichen Sie mir Ihre Blumen. Nee, behalt mal diese versifften Pollen-Dinger da. Nee. Blumen sind das Böse. Wir fressen nicht auf, Chloe. Mach Feuer, du Würstlis. Okay, damit kann ich leben. Gut. Sollen sie machen. Ja, aber ich will nicht, dass sie einen Durchfall kriegen. Lass mal. Darauf habe ich jetzt nicht wirklich Bock. Haben sie auch so? Nee, gerade nicht. Virginia ist mir gefolgt. Sie ist treu. So. War das wieder wegbackt? Perfekt.
Oh, ich habe so Hunger auf Sushi, ne? Seit letztes Mal schon. Schlimm. Sushi ist schon was Feines. Ja. Alles klar, okay. Gute Nacht. Danke, dass du da warst. Dann holen wir uns mal die nächste Ladung Holz. Wir holen uns mal die nächste Ladung Holz. Wenigstens hier mal Licht.